So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch das Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und vergesst die Glocke nicht, um keine Videos mehr zu verpassen. So, heute kommt die neue Season, Kapitel 3, Season 2. Ein neuer Battle Pass, ein paar Map-Überarbeitungen und auch natürlich ein paar neue und alte Waffen sind zurück. Und ja, so, ihr könnt auch gerne beim Battle Pass kaufen meinen Creator-Code links unten, Shadowboss, in den Itemshop eintragen. Das würde mich ein klein wenig unterstützen und ist für euch kostenfrei. Vielen Dank. So, ihr seht jetzt schon mal neue Skins und ja, neues Header und Bild. So, Fortnite Crews gleich geblieben. Ja, und jetzt auch, wie es hier steht, für die Ukraine wird hier, glaube ich, einen gewissen Betrag gespendet. Wie dem auch sei, so. Wieder Level 1, das Kronen-Emote sollte zurückgesetzt sein. Ja, genau. Das heißt, wenn ihr noch keinen Kronensieg habt, dann ist das. Also, wenn ihr letzte Season 100, 120 Kronensiege habt, die sind jetzt weg. Ja. So, wir gucken uns zuerst mal den Battle Pass an. So, gehen vom ersten Skin durch. Und ja. So, Zuki. Zuki, okay. Ja, ist sehr animehaft, denke ich mal. Hängegleiter erinnert mich ein bisschen an die Lexa-Hängegleiter aus Season 16, 17, weiß ich gar nicht mehr, aber den gab es schon mal so ähnlich. So. Pickaxe kann man dann auch in verschiedenen Styles aufrüsten, muss man aber solche Omni-Marken sammeln und die heißen. Aber ich glaube, die ist einhändig. So, Backbling noch, einzelne Dinge, V-Bucks und, so. Genau. Du kannst du aus einem, genau, kannst du doppelhändige Pickaxe machen. Oder zusammen eine. Ist auch nicht schlecht. So, hier kommen wir zum Gunner. Okay. Wow, was ist denn das? Das ist der Boss gewesen letzte Season mit der mythischen SMG bei The Grotto, also bei Convert Cavern. Okay. Der Hängegleiter, ich glaube, man surft da drauf. Und die Zuki noch im zweiten Stil. Okay. Der Gunnar hat noch einen zweiten Stil und auch einen dritten Stil. Arktis Mission. Ich sehe es jetzt gerade nicht verbuggt. Jetzt. Hä? Achso, okay. So, hier. Hat noch einen so weißen Stil. Keine Ahnung. Was ist das? Motorhandel? Ach. Okay. Gut. Und das gibt es ja auch nochmal einen Handsägen. Okay. Naja, so. Was haben wir hier? Hier haben wir die imaginierte. Okay. An sich sieht das Skin nicht schlecht aus, aber ich frage mich, was die Schläuche hier sein sollen. Und was hier diese Panzerung soll. Von sich. Spielbar ist er, schon mal nicht sehr dick. Ja, ist eigentlich ganz nice. Das passende Backbling dazu. Naja, ich spiele kein Backbling, aber. Naja, es passt halt zum Skin. Gunnar. In der Ultraladung, okay. Erinnert ein bisschen an die Holo-Stile aus Season 14. Gut, den Hängegleiter dazu. Ich glaube, den hat man wieder am Rücken. Wie bei dem Raven aus Season 17, glaube ich. War das? So eine einhändige Klinge. Okay. So, komm auch. Oh, die sieht gut aus. Warum scroll ich nicht mehr weiter? Okay, na, die Beine, weiß ich nicht. Ein bisschen dick, aber sonst. Spielbar ist er auf jeden Fall. Wenn der Zopf nicht verbuggt ist, dann ist das eigentlich ein guter Battle Pass Skin. Hängekleider, okay. Nichts Besonderes. Knockout Keule. Die könnte wieder, ja, die ist wie beim Beast Boy Schläger. Also, okay. Segway Tour. Oha. Geiles Emote. Okay, ja. Nice, epic. Okay, sieht auch gut aus. Obwohl ich keine Kondensstreifen benutze. Und das sieht eigentlich auch ganz nice aus. Ist nicht zu groß. Und ja. Und hier noch ein animiertes Emoji. So, jetzt im dritten Stil. Iridium. Okay, also auf den Skin werde ich nicht so eingehen, der gefällt mir nicht so. Aber
Okay. Ist das Munition als Leben? Okay. Wow. So, die gibt's noch mal in einem anderen Stil vom The Rock. Dieses Gesicht. Okay. So. Der Ursprung. Okay. Ja, ist ein männlicher Skin. Spielt keine männlichen Skins. Aber an sich so schlecht ist er gar nicht. Keine schlechte Idee an sich. Oha. Würfelzepter. Ich glaube, das ist auch wieder so wie ein Beast Boy Schläger. Weiß ich aber nicht. Oha. Reagiert das auf was? Ist das auf Musik oder so? Und die gibt's. Ja, Helm würde mich ein bisschen stören. Aber sonst, die schwarze Jacke sieht nicht schlecht aus. Sonst, ja. Und das Backbling noch dazu. Ey. Kann ich das Backbling mal sehen? Komm, zeig das Backbling. Komm. Hier. Oh, eine Katze in Gold, okay. Und der Hängeklapper. So, was haben wir hier? Okay. Oha, das Backbling. Naja, ist mir ein bisschen zu groß, aber an sich ist das eigentlich gut. Okay, und zwar das Stil ist ein bisschen weiß und blau. Noch ein Anime-Skin, okay. Erisa oder Erisa, keine Ahnung. Okay. Ja, nice. Oha. Oha, nice. Ja. Für Leute, die einen nicht so guten PC haben oder die FPS bei einem laggen, würde ich den Tank leider nicht empfehlen. Der lädt in-game sehr viel. Und die sind wieder doppelhändig. So, oha. Ja, kann man nicht meckern. Dolchtanz, okay. Ja, ist simpel, aber okay. Die nochmal im Zweitstil. Den, der kann sich verwandeln. Die männliche Skin-Variante von ihr hier. Ey, von der Imaginierten. Okay. So, und das letzte Pass. Waffenbeschwörung. Ist es eine Pickaxe? Ja, oha! Verzauberter Krummsegel. Krummsegel. Oha! Geile. Und Doctor Strange. Bisschen zu dick, aber ich würde ihn auch das eine oder andere Mal spielen. Buch von Cagliostro. Okay, keine Ahnung, kenn ich nicht. Wow, der Hängegleiter. Ja, im Battle Pass kann man jetzt schon mal gar nicht motzen. Buch des epischen Sieges. GG, okay. Und noch so ein Banner-Symbol, okay. Gut. So, die ganzen Omni-Schwerter gehe ich mal kurz durch. Da muss man solche Omni-Marken, wie man es hier sieht, muss man hier kaufen. Muss man nicht kaufen, muss man auf der Map, glaube ich, einsammeln oder Aufgaben dazu machen. Und wir gehen mal zu den Bonusbelohnungen. Weil die sehen nicht schlecht. Oha, rebellisch. Im Sommerstil. Geil. Ich glaube, den werde ich öfters spielen. Vor allem der Zopf und so. Ja. Okay, was ist hier anders? Da grün. Ein Hängekleider. Okay, kann man nicht meckern. Er nochmal in Orange. Okay. Sie nochmal mit und ohne Hemd, glaube ich. Oha, das ist nochmal ein glitzernd. Ja, sieht nicht schlecht aus. Nice. So. Und den nochmal, okay, in dem Style. Naja, der ist jetzt nichts Besonderes. Gut. So. Die nochmal. Okay. Und hier werden noch andere Belohnungen. Ich weiß nicht, welches Level man hier erreichen muss. In 11 Tagen erfahren wir es. Und ja. So, demnächst. Paula, okay. Ist jede Season exklusiver Skin. Okay. Gut, ja. Muss man wieder Aufgaben dafür machen.
für einen gratis Skin oder zumindest halt den man mit Battle Pass freischalten könnte, ist es eigentlich in Ordnung. Sonst, der Battle Pass an sich ist ganz nice. Und ja, das ist sehr gut. So. Aber ansonsten, wenn ihr gern meinen Creator-Code eingeben wollt, hier so ganz normal wie mein Ingame-Name. Und ich sehe es gerade, das neue Reddit-Welt-Starter-Paket ist auch schon drin. Ja. So sieht es aus. Das Mecha-Pop-Paket, okay. Also, es ist ein ganz simpler Skin wieder und ihr erhaltet natürlich Reddit-Welt-Zugriff. Okay. Ja, so ein richtiger Stunny-Skin. Ich weiß nicht, warum ich die Gruppe öffentlich habe. Oh, cool. So. Das ist halt im Shop. Die alten No-Skins wieder zurück. Sonst, ja. Battle Pass ist auf jeden Fall nice. Wie die Season genau ist, werde ich heute Abend im Stream vielleicht mit euch besprechen. Also kommt gerne mal rüber. Shadow Wars auf Twitch. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und vergesst die Glocke auf jeden Fall nicht. Wenn ihr mich noch extra supporten wollt, dann use meinen Creator Code. Links unten in der Ecke steht das Shadow Boss. Und damit würde ich sagen, das war's mit dem, ja, etwas längeren Video. Und wir sehen uns heute Abend. Bis dahin, haut rein.